Normalerweise würde hier jetzt der Hamburger Sommerdom stattfinden, eines der größten Volksfeste Deutschlands. Doch der wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt, wie alle Großveranstaltungen in ganz Deutschland mit mehr als 1000 Personen. Für mich ist das einfach reine Ungleichbehandlung. Viele Sachen gehen, Strandpromenade laufe ich rum, dicht an dicht. Warum soll ich nicht über einem Hamburger Dom laufen? Ist für mich unverständlich. Manfred Ohlrog ist seit über 40 Jahren Schausteller und normalerweise mit diesem Fahrgeschäft unterwegs. Doch seit Monaten lagert sein Action-Karussell in der Halle. Derzeit bleiben Ohlrogge nur Reparaturarbeiten. Der 59-Jährige findet es ungerecht, dass Freizeitparks wieder öffnen dürfen, Volksfeste aber weiterhin nicht. In Parks ließen sich die Besucherströme besser kontrollieren, so die Begründung der Behörden. Licht ist das Wichtigste. Jede Lampe muss brennen, sagte mein Vater immer. Schon Ohlrogges Urgroßvater stand auf Jahrmärkten in Norddeutschland. Eine solche Krise hat die Schaustellerfamilie noch nie erleben müssen. Bin da um Ende, irgendwie Anfang Dezember, 7., 8. Dezember. Und dann sind wir hierher gefahren, praktisch, und seitdem steht das jetzt hier. Ne? Das heißt, Sie haben seit dem Winterdom keine Einnahmen? Seit dem Winterdom sind leider keine Einnahmen mehr gekommen, nein. Tja, das ist eine lange Zeit. Schausteller sind es gewohnt, dass sie in den ersten Monaten im Jahr keine Einnahmen haben. Doch gerade diese Phase nutzen sie, um in ihr Geschäft zu investieren und alles wieder auf Vordermann zu bringen. Werden aus 3 Monaten aber 8 oder mehr, geht es an die Substanz. Da ist natürlich jetzt ein tierisch dicker Eddingstrich durchgegangen, weil wenn nichts ist, wenn nichts reinkommt, kann man auch nichts wegpacken. Und das heißt, jetzt werden eben die Bestände oder das Rentengeld wird teilweise angegangen und aufgefressen. Und das bei vielen Kollegen so. Netter Money, böser Money. Ne? Zuerst war ich noch viel netter und entspannter. Und wie gesagt, langsam ist das schon ein bisschen, dass man eben ein bisschen wütender werde. Ne? Im Juli demonstrierten in Berlin an mehreren Tagen hunderte Schausteller, um auf ihre Not aufmerksam zu machen. Auch Ohlrogge war dabei. Der Protest verlief aus der Sicht der Teilnehmer vielversprechend. Die Politik kündigte an, dass die Volksfeste bald wieder öffnen dürften. Auf dem Weg nach Hause haben wir gedacht, jetzt wird alles besser. Die Politiker, wie Politiker eben sind, haben alles versprochen, alles klar, und wir machen was und wir helfen euch. Aber wie gesagt, es ist seitdem nichts mehr angekommen. Das ist ein ganz zähes Ringen um irgendwelche Hilfen. Wenn es um solche Hilfen geht, sitzt für die Hamburger Schausteller Robert Kircheker mit am Tisch. Er ist Landesvorsitzender des Schaustellerverbands und betreibt selbst mehrere Gastronomiebetriebe. Im Moment ist er auch als Seelsorger gefragt. Man fällt ja auch in ein psychisches Loch. Man weiß ja gar nicht, wie es weitergeht. Bei mir rufen Kollegen an, die sind wesentlich älter als ich. Und die weinen am Telefon, haben sich nichts vorzuwerfen und sagen, Mensch, mein Betrieb war gesund. Ich habe den über 40, 50 Jahre aufgebaut. Ja, aber jetzt, der stirbt. 5.300 Schaustellerunternehmen mit fast 32.000 Beschäftigten gibt es in Deutschland. Diese stehen und arbeiten auf knapp 10.000 Volksfesten und rund 3.000 Weihnachtsmärkten jährlich. Wir sind eine der gesaubeutelsten Branchen, die es überhaupt gibt. Das heißt also, Kredite laufen ganz normal weiter bei null Einnahme. Und da kann ich einfach nicht gegensetzen. Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. Trotzdem gab es, wie gesagt, einen kleinen Obolus, den wir vom Bund erhalten haben und den wir auch vom Land Hamburg noch mal erhalten haben. Aber das reicht natürlich lange nicht aus, um diese Zeit zu überbrücken. Absolut überhaupt gar nicht. Bisher erhielt jeder Schaustellerbetrieb vom Bund 9.000 Euro Soforthilfe. Vom Land Hamburg gab es in der Regel noch rund 2.500 Euro obendrauf. Der Bund hat weitere Unterstützungen in Aussicht gestellt, doch die Verhandlungen laufen noch. Inzwischen gibt es in vielen Bundesländern kleinere Volksfeste in abgegrenzten Arealen mit Anmeldepflicht für Besucher. Allerdings lohnt sich das nicht für alle. In Hamburg darf an verschiedenen Orten in der Stadt wieder Gastronomie betrieben werden. Darunter auch Kircheker mit seiner Bauernkarte. Für die Genehmigung und Nutzung fallen dabei bis Ende des Jahres keine Gebühren an. Es mussten Gesetze geändert werden in Hamburg. Das hat man relativ zügig gemacht. Niemand kannte Corona-Krise, das muss man einfach sagen. Es gibt keinen Zettel in der Schublade, wo man sagt, so 68 sind wir so damit umgegangen. Wir wissen jetzt, wie wir es machen sollen. Diese temporären Märkte, die auch von den Schauschlagkollegen, muss man auch mal ganz klar sagen, so nicht gewollt sind. Aber es ist eben auch die Möglichkeit, erst mal wieder ein wenig Einnahme hoffentlich zu regenerieren. Und mehr ist es auch nicht. Auch Ohlrogge kennt das Problem. Er könnte sein großes Karussell durchaus auf den kleineren Ersatzfesten aufstellen.
Mich hat vor ein paar Tagen ein Veranstalter angerufen und gefragt, ob ich eine Veranstaltung halten will. Ich sage ja gerne, welche Voraussetzungen. Ja, muss alles eingezäunt werden. Es können aber nur 500 Leute auf dieses Veranstaltungsgelände rauf. Habe ich ein wenig überlegt, habe ich gesagt, wollen Sie mich jetzt verarschen oder was soll das? Dazu brauche ich doch keinen Wirtschaftsprüfer zu sein, um zu rechnen, dass sowas nicht geht. Das ist, als wenn ich einen Aldi-Markt öffne und da dürfen den ganzen Tag über 100 Leute rein. Wie soll sowas finanziert werden? Das Verbot für Großveranstaltungen in Hamburg gilt noch bis Ende Oktober. Ein bisschen dürfen die Schausteller also auf den Winterdom hoffen. Wie es im nächsten Jahr aussieht, kann aber momentan niemand sagen. Die Schausteller werden wohl weiterhin mit Einschränkungen leben müssen. Solange mir die Banken nicht die Kredite kündigen, halte ich mich über Wasser, sagt Manfred Ohlrogge kämpferisch.